Auf ein neues, zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario. Nicht super, oder? Super Mario Golf? Mario Golf? Egal, Mario Golf Super Rush. Im letzten Part haben wir im Legendenhochland den Amateurkurs gespielt und jetzt wird es wieder auf den Profi oder wie auch immer das hieß, Kurs gehen. Ja. Da ist dasselbe wie vorhin, nur in schwerer. Also wie vorhin, wie im letzten Part, wie auch immer. Mal gucken, wie es hier wird. Ich habe im letzten Part sogar was Gutes geschafft, natürlich. Mal gucken, wie es jetzt ausgehen wird. Vielleicht überhole ich ja irgendwann im Projekt doch mal Flo. Man weiß es nicht. Oh mein Gott. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen. Das Thema heute, Jan ist immer so, warum hast du mir da vorher nichts erzählt? Ja, ist so. Ist von welchen Spielen, jetzt ganz egal auf welcher Plattform, und wie alt und Terraria. Wie, du weißt nicht mal, was ich fragen wollte. Ich weiß ich auch nicht. Genau, von welchem Spiel wünschst du dir einen Nachfolger? Terraria. Halleluja, Jesus lebt. Wie würdest du dir einen Nachfolger für Terraria vorstellen? Ja, andere Bosse, neue Items, neue Biome. Wurde ja Terraria 2 angekündigt. Irgendwann mal, ist schon sehr lange her. Wurde gestrichen. Und Terraria Underground oder Underworld? Ich glaube, Underground hieß das. Ich glaube, das sollte immer noch irgendwann mal rauskommen. Und da sie jetzt so, ja, offiziell Terraria beendet haben, das normale, wer weiß, vielleicht passiert es da irgendwann mal. Achso, ich denke mir halt nur so, wie soll ein zweiter Teil aussehen? Würde er viel anders aussehen? Ich glaube, es ist so wie Galaxy und Galaxy 2, weil viel andere Grafik lohnt sich nicht, oder? Ja, Grafik, das ist ja der Charme. Wollte schon sagen. Aber ich glaube, es gibt da viele Optionen und viele Möglichkeiten, dass man da einen guten Nachfolger macht. Aber ja. Ich wünsche mir beispielsweise, aber ich weiß nicht, es sind immer teilweise natürlich auch Dinge, die nicht realistisch sind. Nämlich von Mario Galaxy Nachfolger. Mario Galaxy 3, warum nicht? Ui. Weil es gab einen zweiten Teil, warum soll es nicht auch einen dritten geben? Ja, der war schon unrealistisch genug. Theoretisch. Aber damals hat man auch gedacht, bei Luigi's Mansion, da kommt kein zweiter Teil. Jetzt gibt's einen dritten. Ja. Also ich finde, das ist gar nicht so unrealistisch, wie man denkt. Warum musst du es immer so weit wegrollen? Ja, weil du nicht gut schlägst, ganz simpel. Oh. Ja, jetzt habe ich schon mal meine Birdie-Dings verhandelt. Was wollte ich sagen? Was ich mich auch freuen würde, ist nämlich ein neues Pirate Warriors. Also von Peace Pirate Warriors. Ach, das letzte ist auch wieder nicht so lange her. Ja, das stimmt, aber das letzte war auch nicht so gut. Im weiß Nachhinein. Ich hab den dritten auf. Ne, gar nicht, doch den dritten. Ja. Auf der Switch. Da haben wir auch was aufgenommen. Ja, aber ich hab mal auf der Switch. Ja, der ist aber gut. Der ist, finde ich, teilweise besser. Weiß nicht, müsstest du mal googeln, ob der einen Online-Multiplayer hat. Und ja, habt ihr die Beute. Auf Konsolen hat es ja Online-Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das Spiel verkauft. Was denn? Ja, du hast jetzt Vierer, aber ich habe ja gerade vom Dreier geredet. Ach so. Aber der ein Online-Multiplayer. Ja, habe ich doch eben gesagt, ich habe den für Switch. Aber ich weiß nicht, ob der einen Online-Multiplayer hat. Auf den anderen Konsolen ist es ja online, bei Steam ist es nur lokal. Aus irgendeinem Grund. Ja, deswegen. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber ja, es gibt halt so viele Möglichkeiten zu spielen. Wie gesagt, im letzten Part habe ich auch gesagt, Pikmin 4, das ist ja echt. Wie lange ist das angekündigt worden? Zu lange. Ich habe zwar noch nie Pikmin gespielt. Ich auch nicht. Aber. Oh, was ähnliches habe ich gespielt. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was cool wäre. Aber könnte man zum Beispiel. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich hätte jetzt überlegt, ein Isaac 2, aber. Ein neues Isaac, warum nicht? Aber. Ja, das DLC ist ja auch nicht mal ein Jahr alt, das heißt. Bis da wieder was kommt, wird auch noch dauern. Ich habe auch noch eigentlich genug zu tun. Ist halt kein Spiel, was man zu Ende spielen kann. Ja, doch, du kannst mit jedem Charakter alles gemacht haben. Ja, okay, aber du kannst ja immer diese Daily Runs machen und so, oder was da gibt.
Ja, aber... Du kannst immer neue Runs haben, aber trotzdem kannst du dann alles freigeschaltet haben und so. Ja. Obwohl das halt, was ist, wie gesagt, so ein Highscore-Game. Jo. Du willst halt immer besser werden, immer mehr Punkte, immer mehr... Ich weiß nicht, wird man mit Punkten bewertet, oder? Am Ende kriegst du, glaube ich, auch eine Punktzahl, ja, aber die... Nur, weiß ich nicht. Geht nicht wirklich. Okay, also meine Speed-Recherche muss jetzt auch nicht genau sein. War viel zu doll. Hat ergeben, dass das keinen Online-Multiplayer hat. Aber es kann auch sein, dass ich nicht genug recherchiert habe. Hat überall nur was von lokal. Dö. Ah, das schließt es noch nicht aus. Yo, eBay, wie laut denn noch? Gut. Oh, weißt du, was ich wieder will spielen? So von der Aufbau. Von der Aufbau. Vom Aufbau, ja, und das müssen wir auch noch Let's Play auf jeden Fall. Nämlich Super Princess Peach. Ich weiß nur noch nicht, was das ist. Das ist ein Jump'n'Run, wo man Emotionen hat. Peach kann heulen, Peach kann glücklich sein, bla bla bla. Hat ja einen Flügelschirm und muss Mario retten. War ja damals auf dem DS rausgekommen. Irgendwann bestimmt. Warum bin ich schon wieder schlechter als die CPUs? Was ist da passiert? Ja, Resident Evil, also Resident Evil 9 wird Jahrhunderte dauern, denke ich. Bisschen. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Alter, 4 Meter ist halt viel zu viel. Ja, genau. Was? Habe ich den Pin berührt? Nee. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Andere Plattform, ich weiß nicht. Also Isaac wäre halt schon Premium, ne? Nee, nicht andere Plattform, sondern einfach Nachfolger. Ja, ich weiß, das muss ja nicht Switch sein, das mal. Ah, stimmt. Metroid. Ist ja schon. Das habe ich ja schon aber gesagt. Hier, neues Conker, aber das ist, glaube ich, sehr unrealistisch. Neues Diddy Kong Racing. Oh, Donkey Kong Racing, was mal eigentlich kommen sollte. Das wäre schön. Du musst ja auf den Wind aufpassen. Hey, wie kommst du da drunter durch? Bist du verrückt? Ich bin halt krass. 1,4 Meter habe ich, wie viel hast du? 1,9 war es, glaube ich. Was sehe ich hier Schönes? Neues New Super Mario Bros. Na, könnte wieder Zeit werden, aber... Keine Ahnung, wird mich jetzt nicht so... Wie wär's mit einem neuen Mario Maker Teil? Nee. Weiß nicht. Ich würde mir den anderen neulich holen, aber ich glaube, der ist halt jetzt so ziemlich tot, das bringt nicht mehr so viel. Gibt's noch die ganzen Level, aber da passiert halt nicht mehr wirklich was. Yo, wo willst du ihn? Pin getroffen. Ja, schön für dein Pin, ey. Jetzt sehe ich nichts. Freu dich nicht. Ja, schade. Nein, Putten ist besser. Schade. Ja. Oh. Ach, alles gut, Buri. Dann bist du immer noch auf dem guten Stand. Glaubst du... Gott, hello, friend. was wollte ich sagen? Captain Toads Treasure Tracker. Da könnte ich mir noch einen zweiten vorstellen. Dritten. Es gab da immer irgendwie. Also, jetzt waren DLC einen zweiten. Ja, genau, das war DLC. Was sehe ich hier Schönes? Ja, hier, Yooka-Laylee-Ding, ja. Ich glaub ja mehr wegen, aber ich hätte noch gerne einen 3D, weil ich fand das Spiel nicht schlecht. Wie es viele andere natürlich, fanden. Natürlich, DLC kann man natürlich auch machen, das ist so... Ich weiß nicht, ich bin nicht so viel DLCs. Nee, DLC will ich jetzt auch nicht, aber... Schon allein bei Monster Hunter. Ich würde es mehr freuen, wenn die aus Sunbreak, Burn, was auch immer, einen zweiten Teil machen, irgendwie Rise 2 oder so. Also das würde ich aber zum Beispiel... Finden.
wie bei Mario 3D World mit Bowser's Fury. Das fand ich cool, weil das war ja kein DLC. Ja. Nein, das war nicht. Das könnte ich jetzt auch aufnehmen. Ja. Ich hätte halt auch Bock zu spielen, aber von mir aus kannst du es auch spielen. Mir ist das egal. Nur ich glaube, ich kann nicht so gut kommentieren. Also, wenn ich gar nicht spiele, ich glaube, dann kann ich das nicht gut. Wie wär's mit Witcher? Ich habe die anderen nicht mal gespielt. Den ersten habe ich mehrmals angefangen, weil bei Spielen dieser Art bin ich immer so, ich will auch den ersten Teil spielen. Also ich will von Anfang an anfangen. Der erste Teil ist dann halt so kacke, dass ich nicht weiterspiele. Auch wenn ich weiß, dass der erste Teil mit dem zweiten zusammenhängt, weil der dritte alleinstehend ist, oder so der zweite... Der erste und zweite kommen hintereinander. War schon richtig. Auch wenn das so, keine Ahnung, wie bei Final Fantasy ganz, ganz viele Teile sind. Bei den Fantasy ist wieder ein bisschen was anderes, glaube ich. Weiß ich, es ist schwierig. Der Dragon Quest zum Beispiel. Ich glaube, die haben ja auch gar nichts miteinander richtig zu tun. Ja, es gibt leichte Überschneidungen, aber grundsätzlich ist die Story natürlich eine andere, ein anderer Held und so. Aber das ist doch, ja, Final Fantasy auch, genau. Deswegen, das ist was anderes, aber... Ja, mit Witcher zum Beispiel. Oder hier, wie stehst du zu Spyro? Wollte ich mir schon mehrmals die Trilogie kaufen, weil die jetzt im Angebot war öfters. Aber ich habe mich immer für andere Spiele entschieden. Und Crash? Habe ich noch nicht angespielt. Wie gesagt, vielleicht können wir das irgendwann mal zusammen machen. Alleine weiß ich nicht. Kennst ich glaube, alleine würde ich es schnell abbrechen. Ich kenne den also, Racer von Crash. Also den habe ich mal gesehen. Nein, ich habe damals, das ist meine einzige Berührung gewesen, ein DS-Tag gespielt. Da hatte man so Mutanten, die man steuern konnte und so. Ich fand den cool, aber das ist nicht dieses Crash-Gameplay, was man so kennt. Das ist nicht dieses typische. Es gab auch diese Bonus-Dinger oder Bonus-Räume da mit diesen Umpa-Wumpa-Früchten. Wumpa-Pumpa-Pumpa-Pumpa. Weiß ich nicht. Umpa-Umpa-Pumpa. Ja. Es wird wieder lustig, Best-of zu schnell, ich sag's euch. Ich meine, mir hat vorne allein schon diese Szene. Die eine Szene hat mir gefallen. Ja. Nein, der Lampe! Oh, das war so laut. Welche Szene meinten Sie? Ja, die, wie ich sozusagen angeguckt habe, die ich mit Musik unterlegt habe. So. Die war doch super. Ich dachte, du meinst eben von irgendwas vom Golf geredet. Also nee, aber du magst doch, wenn ich fehle, oder? Oh, ich will nicht, Mann. Hallo, Jan, es ist noch alles drin. Ja, sei ruhig. Für dich auf jeden Fall, bei den letzten drei Löchern, klar. Die machen fast durchgängig ein Boogie-Paar. Come on. Ich sag, du wirst nicht letzter. Du musst halt gucken, bergauf. Das heißt, du musst ein bisschen weiter schlagen, beziehungsweise nicht so viel Backspin überhaupt. Und es sind auch noch 3 Meter Wind, also. Nein. Sie wissen, was sie tun. Wo sind sie denn? Da sind sie. Ja, das war gut. Naja. Ja, doch, du bist auf dem Grün noch, hallo. Und bei den, wenn es hoch oder runter geht mit dem Grün, musst du eher ein bisschen mehr in eine Richtung drücken. Immer mehr als du denkst. Musst du das. Also nicht viel mehr als du denkst, aber mehr als du denkst. Und wenn man so nah ist, muss es natürlich weniger umstellen sein, weil. Aber nein. Entscheid dich doch mal. Hä? Das sind alles. Sehr komplexe Regeln, aber. Alles gut. Werd letzter. Nein. Noch bin ich der Meinung, nein. Und 3 Meter ist halt viel. Ist das zu weit? Wind, puste mich! Nein. Oh, Yoshi ist weit weg. Das ist gut. Ja, ein Storb. Warum haben sie keinen Backspin getan? Ich dachte, dass ich nur einen schaffe, vielleicht. Aber dann ist Backspin doch trotzdem egal, wenn du... Nee, ich hatte es ja gedacht, mit Rollen zu schaffen. Jetzt haben sie sich verspielt. Okay, jetzt sage ich es aber, sie schaffen es auch nicht mehr. Sie hatten die Chance. Tut mir leid. Ja, entfallen und dingsen. Wie stehst du zu Hyrule Warriors eigentlich?
Den ersten Teil wollte ich immer mal spielen, vom zweiten habe ich die Demo gespielt. Und die Performance war nicht so gut. Nicht so gut. Darf ich mal fragen, wo sie hinwollen? Oh. Glück gehabt. Ja, meine Leistung war leider nicht ganz so gut wie im letzten Part. Möchte es entschuldigen. Aber in meinem, ja, nicht Minusbereich. Was? Ja, nicht Minus? Ja. Warum willst du nicht im Minusbereich? Das ist doch gut. Auch nicht im Plusbereich. Ach komm. Na gut. Wer von euch hat doch diese Folge von Let's Play Mario Golf Super Rush online gefallen? Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also, ich hoffe, es hat euch Like gelassen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.